Heute gibt es sowas wie den Royal Bunker, glaube ich nicht. Heute findet so etwas im Internet statt und dort connecten sich die Leute zu virtuellen Gemeinschaften, wo sie dann große systemverändernde Organisationen bilden, wie wir damals den Royal Bunker im Royal Bunker gegründet haben. Ich stutze gerade, warum Jan Böhmermann Entertainer sein soll. Entertainer heißt doch, dass er unterhält, mäßig. Es passiert gar nichts mit Hip-Hop. Hip-Hop shrugt einfach die Shoulder und wischt so etwas wie Jan Böhmermann von seiner Schulter ab und geht dann seiner Wege. Nachdem einige Feuilletonisten, die damals 13 waren, Tapes von Royal Bunker in die Hände bekommen haben, damit aufgewachsen sind und diese dann in ihre Redaktionsstuben in die FAZ gebracht haben und gedacht haben, man müsse sich doch auch mal mit der Unterschicht beschäftigen und den Klassismus der bürgerlichen Gesellschaft überwinden, um dann so in einer Art freundlichen Geste nach unten reichen die Hand zu sagen, kommt doch hoch zu uns in die gut bezahlten Jobs, aber macht es auch nicht zu doll, weil die gut bezahlten Jobs sind auch nicht übermäßig vorhanden. Der Untergrundstatus hat sich tatsächlich insofern geändert, dass wir damals noch Werbung geschaltet haben, wo wir geschrieben haben, wir ficken die Industrie von unten in den Arsch. Das hat sich insofern verändert, dass man heute keine Anzeigen mehr schaltet in Printmagazine, weil Printmagazine sowas von bedeutungslos geworden sind und man heutzutage sein eigenes Label gründet und gar nicht mehr weiß, was die Industrie ist, die man von unten in den Arsch ficken könnte. Insofern hat sich das ganze Game auf den Kopf gestellt und man darf vor allem auch nicht mehr arm sein. Man darf arm gewesen sein in der Vergangenheit. Das ist auch wahnsinnig wichtig, aber zum jetzigen Zeitpunkt darf man natürlich niemals zugeben, dass man an Geldnot leidet, sondern immer sagen, wie viel man verdient. Ja, es gibt tatsächlich einigermaßen guten Politrap. Also Disaster ist zum Beispiel so ein Kandidat. Und ein Protagonist, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, weil er einfach wirklich so Street Consciousness hat und auch so ein gewisses Klassenbewusstsein hat und auch so was Kämpferisches, Reeperbahn Karim. Und Hannibal zum Beispiel, der ist tatsächlich auch so ein bisschen, kam er so aus der Verschwörungstheorie-Ecke, hat aber mittlerweile einfach ein paar gute Bücher gelesen, so wie es sich anhört und der dann doch auch sowas wie ein Klassenbewusstsein vor sich herträgt, das er on point auch formulieren kann.